keine andere Wahl. Sie müssen sich in den ja. Sessel setzen. Genau. Hallo und willkommen bei einer weiteren Folge Fallout New Vegas. Lustig war, in der kleinen Aufnahmepause hat die Stimme die ganze Zeit Small gehalten. Nur jetzt, wo ich den Aufnahmeknopf drücke, muss sie natürlich gleich wieder labern. Keine andere Wahl. Sie müssen sich ja, in den Sessel ich setzen. Weiß es mittlerweile. Also werden wir das auch mal tun, bevor der mir hier die ganze Zeit gewaltig auf Zeiger geht. Und wir setzen uns einfach mal hier in den Sessel und gucken, was passiert. Einführen Voltec Presence. Happy Trails. Herzlich willkommen, Märtyrer. Wenn Sie jetzt hier sind, wurden Sie als Opfer dargeboten, damit es Ihrer Vault weiterhin gut geht. Vielleicht fühlen Sie sich im Moment traurig oder wütend. Eventuell haben Sie keine Enkel oder konnten nie eine frische Zigarre genießen. Aber marschieren Sie erhobenen Hauptes, Soldat. Und denken Sie daran, dass jeder von uns eine wichtige Rolle zu erfüllen hat. Die Rolle einiger Leute ist es, Kranke zu heilen. Andere haben möglicherweise einen Rennwagen oder eine Rakete zu steuern. Und einige von uns sind dazu bestimmt, ihr Leben für das Wohl aller zu geben. Natürlich macht das vielleicht nicht so viel Spaß, wie einen Rennwagen zu fahren, aber dafür ist es nicht weniger wichtig. Nehmen wir uns einen Augenblick Zeit, um die Augenblicke Revue passieren zu lassen, die ihr Leben lebenswert gemacht haben. Denken Sie zurück an den Moment... Denken Sie zurück an den Moment, in dem Sie Ihre feste Freundin zum ersten Mal geküsst haben, versteckt unter der Tribüne beim großen Spiel. Oder als Sie nachts ausgebüxt sind, um den neuen Film zu sehen, den Ihre Eltern verboten hatten, weil er zu gruselig war. Junge, hatten die recht. Und wer könnte schon den Moment vergessen, in dem er die Liebe seines Lebens getroffen hat? Was für ein Prachtstück. Das sind nur Beispiele. Spüren Sie dieses aufkeimende Gefühl in Ihrer Brust, wenn Sie an diese Dinge denken? Gut, das ist das Gefühl von Frieden. Sie haben ein großartiges Leben geführt. Ein Leben, bei dem der Weg das Ziel war. Aber das ist nur der Anfang. Schließen Sie jetzt Ihre Augen und stellen Sie sich vor, welche Freuden Sie im nächsten Leben, im Jenseits erwarten. Sehen Sie sie? Gut. Es tut mir leid. Alter. Ich kack ab. Boah, Leute. Boah, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's interessant. Gut, dass ich aus dem Reflex aus aufgesprungen bin. Das ist schon das Beste, was ich gerade habe, ne? Bald vorüber. Ich weiß gerade nicht, geht weiter, ey. Ich werde hier gleich drauf gehen, das weiß ich jetzt schon. Ich weiß nämlich noch nicht, ob mir das irgendwie hilft, alles hier. Ach Gott, erledigt. Boah. Weiß ich ja wenigstens, was auf mich wartet. Sie haben keine andere Wahl. Sie müssen sich in den Sessel setzen. Ja, das ist mir schon klar. Ich muss mir jetzt gerade aber erstmal eine Taktik überlegen. Jetzt weiß ich wenigstens, was auf mich zukommt. Das wird hart. Das wird hart. Ich bin gerade am Überlegen. Hab aber auch nichts wirklich Spannendes am Start.
Granaten oder sowas habe ich auch nicht. Diese thermische Lanze. Minen wären cool. Also Minen hätten was. Kritische Treffer könnte ich noch nehmen. Ansonsten muss ich einfach nur versuchen, schnell zu sein. Bringt alles nichts. Schaden plus Psycho konnte ich noch nehmen. Ja, und hier ist ja alles. Bringt mir alles nichts. Von der Kleidung her. Auch recht bescheiden. Naja, gut. Alles eine Sache des Glücks, würde ich sagen. Naja, nutzt nichts. Müssen wir durch, ne? Tür ist zu. Herzlich willkommen, Märtyrer. Wenn Sie jetzt hier sind, wurden Sie als Opfer dargeboten, damit es Ihrer Vault weiterhin gut geht. Vielleicht fühlen Sie sich im Moment traurig oder wütend. Eventuell haben Sie keine Enkel oder konnten nie eine frische Zigarre genießen. Erstmal mal dieses System da durchlaufen. Und denken Sie daran, dass jeder von uns eine wichtige Rolle zu erfüllen hat. Die Rolle einiger Leute ist es, Kranke zu heilen. Ah, wie krass eiskalt man da einfach exekutiert wird. Und einige von uns sind dazu bestimmt, ihr Leben für das Wohl aller zu geben. Natürlich macht das vielleicht nicht so viel Spaß, wie einen Rennwagen zu fahren, aber dafür ist es nicht weniger wichtig. Nehmen wir uns einen Augenblick Zeit, um die Augenblicke Revue passieren zu lassen, die ihr Leben lebenswert gemacht haben. Gleich einmal zwischenspeichern. Denken Sie zurück an den Moment. Denken Sie zurück an den Moment, in dem Sie Ihre feste Freundin zum ersten Mal geküsst haben. Damit kann ich das Ganze nicht nochmal reinziehen. Oder als Sie nachts ausgebüxt sind, um den neuen Film zu sehen, den Ihre Eltern verboten hatten, weil er zu gruselig war. Junge, hatten die recht. Und wer könnte schon den Moment vergessen, in dem er die Liebe seines Lebens getroffen hat? Was für ein Prachtstück. Das sind nur Beispiele. Spüren Sie dieses aufkeimende Gefühl in Ihrer Brust, wenn Sie an diese Dinge denken? Gut, das ist das Gefühl von Frieden. Sie haben ein großartiges Leben geführt. Ein Leben, bei dem der Weg das Ziel war. Aber das ist nur der Anfang. Schließen Sie jetzt Ihre Augen und stellen Sie sich vor, welche Freuden Sie im nächsten Leben, im Jenseits erwarten. Sehen Sie sie? Gut. Ja, und schon geht's los. Fette Exekutionskammer. Das ist schon hart, ey. Gut, mich sieht hier gerade kein Schwein. Ob das von Vorteil ist, weiß ich gerade gar nicht. Warum ist der Kopf denn so? Ach, weil er wieder ganz hinten ist, okay. Verstehe. Vielleicht muss ich aber eine größere Chance für den Kopf haben. Okay. Das läuft. Ah, das läuft nicht so gut. Ich hoffe, wir können auch nach dieser Sache noch Freunde bleiben. Das hoffe ich aber inständig auch. So. Psycho wollte ich nehmen. Ich wollte irgendein Heft wollte ich lesen. Sprengstoff, waffenlos. Psycho habe ich schon genommen. Dietrich falschen Crit wollte ich nehmen. Dann wollte ich natürlich zusehen, dass ich wieder fit bin. Was ich mal probieren kann, ist, damit er uns nicht sieht. Das ist eine gute Idee. Ein Stealth-Bolt schlucken.
Ich fürchte, meine Programmierung zwingt mich jetzt kurzen Prozess zu machen. Der sieht mich, der sieht mich. Meine Programmierung zwingt mich endlich dazu, meinen Gegner zu töten. Die Roboter hier halten Gott sei Dank nicht so viel aus. Aber das sah gut aus. Ich glaube, das haben wir geschafft. 5mm Patrone. Super. Altmetallrakete 4. Egal, mitnehmen. Scheiß drauf. Energiezellen, Altmetall, behaltet Schrott. Energiezellen, so. Was? Was? Ach nein, 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 nein. Fuck off, die habe ich ja gar nicht gesehen. Selbstschussanlagen. Die habe ich ja noch gar nicht wahrgenommen. Drecksäcke. Das sind ja Drecksäcke. Alter Schwede, und ich bin unsichtbar, ne? Stimulant. Ich habe noch gar nicht wahrgenommen, die Talia, und ich baller hier schön gegen die Wand. Boom, weg. So, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Ruhe. Ne, habe ich nicht. Weil hat immer noch jemand auf mich. Da ist noch einer. Meine Herren, Gesangsverein, ey. Die überlassen ja aber auch nichts im Zufall. Alter, wie frech, ey. Da bist du hier. Ja, ja, geil, alles klar. Hast dich damit abgefunden. Ja, du bist geopfert. Coole Sache, auf jeden Fall. Geil. Entspann dich. Und auf einmal bist du da von allen. Denkst, das geht schön zart. Wenigstens schön ruhig und schön schmerzfrei. Nein. Weil man ein bisschen ein so ein armer Trupp, der hier auf dem Boden liegt, weil der von allem Mann erschossen wurde, von allen Seiten. Ja, toll. Echt klasse. Da freut man sich drauf. Ja, alternativ gesehen ist natürlich das Problem, bekommt man gesagt, was da auf einen zukommt als Aufseher? Wer will dann schon Aufseher werden? Zentralrechner. Du bist der gute alte Zentralrechner. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Abriegelung aufheben. Das ist schon mal nicht schlecht. Ist abgeschlossen. So, Systemaufzeichnung. Lösung Bolt 11. Heruntergeladen. Okay. Automatische Antwort. Lösung Bolt 11. Alles runtergeladen. Habe ich das jetzt alles auf meinem? Genau. Daten, sonstige, nein, Quatsch, Daten, sorry, bei Daten, automatisches Lösungskennwort. Glückwunsch, Bürger von Vault 11. Sie haben sich entschieden, keinen der Ihren zu opfern. Sie können erhobenen Hauptes in dem Wissen weiterleben, dass Ihr Engagement für menschliches Leben ein glänzendes Beispiel für uns alle ist. Und um dieses stolze Gefühl zusätzlich zu versüßen, habe ich tolle Neuigkeiten für Sie. Ungeachtet anderslautender Aussagen wird die Bevölkerung von Vault 11 nicht als Strafe für ihr Ungehorsam ausgelöscht. Stattdessen wurde der Öffnungsmechanismus der Vault-Haupttüren aktiviert. Sie können nun nach Lust und Laune kommen und gehen. Aber nicht so schnell. Fragen Sie vorher Ihren Aufseher, ob das Verlassen der Vault sicher ist. Für Vault-Tec hat Ihre Sicherheit oberste Priorität. Was ist das denn für ein Scheiß? Okay. Ich weiß, du kannst mich hören, also aufgepasst. Von uns sind noch 5 übrig. 5? Von, oh, ich weiß nicht, wie vielen. Es ist also vorbei. Wir haben geredet und es ist vorbei. Wir werden niemanden mehr in den Tod schicken. Also dreh uns das Wasser ab, töte uns durch Gas oder tu, wozu auch immer du programmiert bist. Aber wir werden dir nicht länger zuhören. Ja. Das war wohl die Lösung. Irgendwie war das Ganze wohl ein Riesenrätsel. Interessant.
Weil irgendwie sind die da voll drauf reingefallen. Haben immer jemanden getötet, bis es nur noch 5 Leute waren. Bis sie gesagt haben, das ist mir scheißegal. Das werden wir nicht mehr tun. Hätten die es nicht gemacht, hätten die gleich rausgekonnt. Wäre die wohl entsichert gewesen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wollte die Ward auch nur damit sicher gehen, dass dann quasi der richtige Aufseher an Bord ist, der die Menschen dann auch dementsprechend führt und dem halt das Wohl seiner Leute quasi wichtiger ist als letztendlich, ihr wisst, was ich meine. Also quasi, dass der lieber die Vault oder die Bewohner schützt, anstatt irgendwie immer jemanden in den Tod zu schicken. Ich glaube, das wollte der Computer damit auch nur testen. So, mein Test ist jetzt wiederum der, wie komme ich hier raus? Hier geht es ja wieder nach unten. Security. Psycho nachgehen lassen. Aber dafür hätte auch jemand erstmal wieder diese Roboter überwinden müssen. Das muss man ja auch mal so sehen. Was? 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 Was ist das? Achso, das ist auch wieder der gleiche Ramsch, der überall steht. Spinde sind leer. Au! Au. Schönes. Das Flammenwerfer. 10 mm Patronen. Energiezellen 1, 2. Whisky. Aber sonst ist hier auch nichts zu sehen. Alles leer, leer, alles leer. Gut. Sehen wir mal zu, dass wir wieder rauskommen. Ich wollte mich nämlich jetzt hier nicht tot sitzen. Komm, mach auf. Nein, nein. Ja. Mehr Munition. Oh, eine Mini-A-Bombe. Geil. Ich glaube, die verkaufe ich nicht. Die verkaufe ich. Ja, hätte ich vorhin gut gebrauchen können, die Impulsminen. Die kommen jetzt leider ein bisschen spät. Energiezellen. Mikrofusionszellen. Boah, Verzeihung, dass ich erstmal schön ins Mikro gegähnt habe. Aber wie gesagt, ich komme heute aus der Nacht, aus der Nachtdienst. Aus der Nachtdienst, Alter. Ich kratz. Ich komme heute aus dem Nachtdienst und schlauch doch so ein bisschen. Wo muss ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Observer Office? Nein, das hat irgendwie hier durch die. Durch das Female Drum. Beat like a drum, drum. Die sind zumindest alle tot, das ist schon mal ein Zeichen. Naja. So, hier. Male Drum. Wieder einmal im Kreis gerannt, oder? Ich renne doch hier gerade im Kreis. Ja, aber holla. Warte mal, ich kann. Ach nee, hier atmen. Das sieht gut aus. Nein, das sieht nicht gut aus. Oder doch? Bin ich doch weitergegangen, aber hier geht's nach oben. Nach Vault 11. Sieht fast gut aus.
Das sieht fast gut aus. Also geht weiter nach oben. Der Weg nach oben ist meist immer der beste. Hier Männerklo. Können wir nochmal Pipi machen, bevor wir rausgehen? Ah, ich habe ihn gefunden. So, super. Da sind wir am Ausgang von World 11. Damit haben wir zwei Aufgaben gelöst. Wir haben herausgefunden, was hier in dieser World los war. Und wir haben unsere Teile für die Bruderschaft. Das ist ja natürlich wieder glorreich. Dann werden wir mal in der nächsten Folge zurück zur Bruderschaft fahren und die Sachen abgeben. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis dann. Bye.